Was geht, Buddies, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Boost Company. Ich bin Justin und ich nehme euch heute einfach mal wieder mit durch meinen Tag, denn es ist viel zu tun und wir werden auch noch eins meiner Autos zurück auf Serie bauen. Was das alles heute wird, das gucken wir uns in diesem Video an und wir legen einfach mal los. Bevor wir jetzt aber loslegen und irgendein Auto zurückbauen, wollen wir erstmal weitermachen bei diesem E36-Projekt, wo wir dieses Auto zurückholen wollen ins Leben. Und unsere Liste hier ist super lang immer noch und wir müssen sehr, sehr viel bei diesem Auto noch machen. Deswegen können wir keine Zeit verlieren und sollten auch keine Zeit verlieren. Denn die zwei Sachen, die ich heute auch noch erledigen möchte, stehen noch nicht mal auf dem Board drauf. Das sind also noch Zusatzarbeiten. Wir fangen an. Let's go! Damit man mit diesem Auto irgendwann mal wieder auf der Straße fahren kann, ist eine Sache ziemlich wichtig, die auch wirklich lebensentscheidend ist und sein kann. Und zwar das Thema Sicherheitsgurt. Ich hoffe, ihr schnallt euch alle an, wirklich. Also ich kann es nicht verstehen, warum man sich nicht anschnallt. Ich hoffe, ihr hängt da wirklich so an eurem Leben, dass ihr immer sagt, okay, safe, Gurt ist immer okay. Ich weiß, es gibt immer die Pöbler, die sagen, ist doch mein Leben, ich entscheide. Aber Bro, möchtest du wirklich deiner Familie so einen Schmerz bereiten, nur weil du zu stolz warst, dich anzuschnallen? Also schnallt euch immer an, ist übelst wichtig. Und ihr seht, dass hier der Gurt gar nicht richtig verbaut ist. Der hängt ja irgendwo auf halb neun. Dann habe ich gesehen, dass dieses Teil hier ausgebaut werden muss und gedreht werden muss. Und das auf der Beifahrerseite ist hier gar kein Gurt verbaut. Was machen wir denn da? Und zum Glück haben wir noch dieses Coupé hier stehen, was uns ein bisschen als Teilespender dient. Aus dem können wir jetzt hier vor allem den Gurt ausbauen. Wir haben ja die Service-Luke. Da haben wir einmal den Gurt und da drüben haben wir alle Anbauteile, damit wir unseren Fahrergurt wieder richtig festschrauben können. Damit legen wir jetzt los. Sollte eigentlich ziemlich easy sein. Eine Ewigkeit später. Was soll ich sagen, Freunde? Das war eine Sache zum Glück nur von 10 Minuten. Das ist wirklich ganz easy. Ihr denkt vielleicht, ein Gurt ist viel, viel fester in so einem Auto verbaut, aber das ist gar nicht so. Im Endeffekt braucht ihr nur drei Werkzeuge. Ein 16er, ein 8er und ein T50 Torx. Das ist ein bisschen seltener, denn mit diesem T50 ist hier unten die Gurtschiene quasi angeschraubt. Ihr habt den Gurt einfach nur hier so angehängt. Der läuft hier auf einer Schiene drauf und da kann er nach vor und zurück rutschen. Ist dann einfach mit dieser Abstandshülse hier gesichert und da reingesteckt. Also ganz, ganz easy, aber super fest. Dann hast du hier unten einmal eine 16er vom Gurtaufroller selber. Das ist ganz easy. Hier haben wir eine 8er für die Schiene, die das nach hinten zurückhält. Und hier oben hast du nochmal eine 16er, um den Gurt festzumachen. Und schon ist der Gurt eingebaut und wir können uns endlich wieder anschnallen. Fahrer sowie Beifahrer, das ist super wichtig. Wir haben es schon gesagt und so ist alles top. Das Ding funktioniert gut, denn wenn ihr ihn nicht ganz 100% so einbaut, wie er vorher gesessen hat, dann sperren die Rollen da drinnen und dann ist es so, wenn das Ding nicht ganz, ganz gerade ist, dass du ziehst und der Gurt immer so hakt. Ist bei vielen Autos auch, wo die Gurtroller so ein bisschen alt sind, dann kriegst du die auch manchmal nicht so gezogen. Dann ist das quasi wie, wenn du zu schnell ziehst, dass er immer so hakt. Und das ist scheiße, aber bei uns ist alles okay. Zweite Mission des Tages hat endlich mit Waschen zu tun. Wir können dieses Auto heute noch nicht waschen, aber wir können es schon mal darauf vorbereiten. Wenn wir es jetzt waschen würden, dann würde hier ganz viel Wasser reinlaufen, weil hier einfach eine Leiste fehlt, die so aussieht. Jetzt ist die Frage, wie bekommt man die hier runter von der Tür? Ich schätze mal, dass wir hier mit ein bisschen Plastikhebeln das irgendwie runterkriegen und ich stelle euch mal aufs Stativ und dann schauen wir mal an, ob das irgendwie runtergeht oder ob die ganz, ganz schnell verbiegen und danach im Arsch sind. Also mein Plan ist es hier. Oh ja, das geht sogar. Oh, shit, Scheibe kaputt. Guck mal, so vorsichtig drunter zu hebeln und dann die ganz vorsichtig rauszuziehen. Ganz easy, wenn man ein bisschen Köpfchen hat, weil ich glaube, mit was anderem würdest du nicht hinkommen und ich kann euch wirklich so Plastikhebel, ich glaube, so ein Ding kostet 20 Euro bei Amazon, so ein ganzes Set, so Plastikhebel kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Jetzt mache ich das bei der anderen Seite auch, wir machen das da ein bisschen sauber und dann bauen wir die wieder an. Also wenn sowas klappt, das sind immer wirkliche Goals, wirklich. Weil so eine Leisten sind wahrscheinlich super teuer bei BMW und so sieht das Ganze wieder gut aus. Es sieht gleich viel, viel vollständiger wieder aus und wir können dieses Auto hoffentlich bald waschen. Auf beiden Seiten safe. Jetzt habe ich aber heute nicht mehr so viel Zeit und wir sollten dieses Auto schnell von der Hebebühne schieben, damit ich euch zeigen kann, welches Auto wir auf Original zurückbauen müssen. Denn ich möchte damit heute noch nach Hause fahren und das wäre ziemlich gut.
Ja, Freunde, ihr seht schon, es geht um keins dieser Autos. Es geht um eigentlich keins von unseren Projektautos, denn es geht um ein Daily. Diesen VW Up haben wir ja mal tiefer gelegt und das sah auch richtig, richtig krass aus. Und das Gewindefahrwerk für hinten, ihr hört schon richtig, für hinten liegt hier, denn mir hat das Fahrgefühl gar nicht gefallen. Und ihr wisst ja, Justin hat immer wenig Zeit. Deswegen habe ich vor Monaten angefangen, das Gewindefahrwerk hinten wieder auszubauen, wollte vorne gleich mitmachen. Da habe ich gesehen, dass Teile gefehlt haben. Und jetzt kam ich in den letzten Monaten einfach nicht dazu, wieder diese Teile zu besorgen. Das Ergebnis daraus ist, dass ich so rumgefahren bin. Ich glaube, man kann es schwierig sehen. Vorne ist das Auto noch echt okay tief und hinten ist das Auto schon im Busmodus. Hier liegt das alte Fahrwerk und wir schnappen uns jetzt mal das neue. Gucken uns an, wie man das einbaut, weil eigentlich war es beim Up super, super easy. Jetzt schaut euch das mal an, hier vorne ist das Gewindefahrwerk ja noch drin, mit ordentlich Restgewinde, weil ich habe es ja hochgeschraubt, damit es ungefähr mit hinten passt. Aber ich finde, für anderthalb Jahre verbaut, sieht das schon echt richtig, richtig übel aus. Da sieht das originale Fahrwerk, was wir hinten drin haben, womit ich glaube, damit bin ich 80.000, 90.000 oder sowas gefahren, das sieht da deutlich, deutlich besser aus, als das Gewindefahrwerk, was anderthalb Jahre irgendwie, ich weiß es nicht, 15.000, 20.000 drin war. Oh Mann, ey. Hier liegen die originalen Dämpfer von vorne und eigentlich ist es beim Up richtig, richtig einfach, das auszubauen. Weil eigentlich müssen wir nur diese Koppelstange hier lösen, dann lösen wir hinten eine Schraube, was das Federbein fixiert, lösen die Leitung und haben oben drauf noch eine Schraube und dann können wir das Federbein hoffentlich schon entnehmen, nach meiner Theorie. Wir versuchen das mal und bitte seid mir nicht sauer, dass das Auto so dreckig ist, denn wir waren damit mit 4 Leuten auf einer Hochzeit am Wochenende und ja, auf so einem Urlaubstrip wird so ein Auto natürlich immer ordentlich beansprucht. So, nach einer knappen halben Stunde haben wir es schon. Hier oben ist die Mutter. Da ist es diese eine einfach nur auf dem Teller. Und hier ist das im Endeffekt auch nicht so viel. Wie gesagt, ihr klickt hier diese Kabel aus. Dann bin ich hier mit einer Spreiznuss reingegangen und habe quasi die Umarmung vom Federbein geöffnet, sodass ich das Ganze hier nach unten ziehen konnte. Die Koppelstange muss noch ab. Dann habt ihr das eine Loch oben. Und dann war es das eigentlich schon. Also mit einer Spreiznuss ist es auf jeden Fall einfacher. Die kann ich jedem empfehlen, weil die kostet nichts. Ich glaube, die kostet 15 Euro. Und dann habt ihr so ein Federbein relativ schnell ausgebaut. Jetzt hängt das Ganze hier unten im Querlenker in der Antriebswelle. Und jetzt kann das Neue wieder rein. Also im Endeffekt ist das nicht so übel. Man denkt immer, das ist viel, aber eigentlich geht's. 3 hours later. Also eigentlich war ich komplett fertig und war froh. Und dann habe ich auf einmal so Plätschern gehört und dann dachte ich, hä, was ist da denn los? Habe ich gesehen, dass so Fett am Auto runterläuft. Da dachte ich so, schlechtes Zeichen, aber vielleicht ist ja nichts Schlimmes kaputt. Und ja, was soll ich sagen? Einmal schnell eine Antriebswellenmanschette auseinandergenommen. Die ist irgendwie eingerissen, das ist wieder so ein bisschen doof, weil jetzt kann man auch erstmal nicht mehr fahren. Zum Glück kann man den hier runterschieben von der Bühne, das ist nicht so das Problem. Ja, aber das Ding muss ich bestellen, dann dauert das wieder 2-3 Tage und erst dann kann ich den ganzen Hobel wieder zusammenbauen. Sonst hat alles gut geklappt, ich war eigentlich fertig, aber jetzt sehen wir uns später. Aber immerhin haben wir jetzt ungefähr die gleiche Höhe im Radkasten. Es ist wieder Ultra-Bus-Modus. Und hier ist das Fahrwerk endlich raus. Aber es wäre auch nicht die Boost Company, wenn wir nicht bei einer Reparatur einen weiteren Schaden verursachen. Also es läuft alles eigentlich fast wie nach Plan. Und ihr seht den Rest dann im nächsten Video, wenn wir uns um diese Karre kümmern, wenn wir uns um alle anderen Projekte kümmern. Ich denke, es ist noch genug zu tun. Stay tuned und ciao. Do you believe me, that I'm alone?